Wir zeigen Ihnen zur Einstimmung ein paar unterschiedliche Bilder von dem faszinierenden Land. Das abwechslungsreiche Land vorstellen tun Ihnen heute Abend die Maria Kressler, Patrick Schindler und ich, Andrea Schindler. Startet man doch gerade mit der ersten Umfrage. Was verbindet Sie mit Simbabwe? Sie können mehrere Antworten dazu geben. Man hätte zum Beispiel eindrückliche Tierreservate, die Regierung von Mugabe mit der verfehlten Wirtschaftspolitik, Währungsunsicherheit, gute Schulbildung, spektakuläre Landschaften und Armut. Ich sehe, Sie machen da sehr schön mit. Danke. Ich glaube, wir haben da ein gutes Resultat zusammen. Danke vielmals. Sehr interessant zu sehen, dass die eindrücklichen Tierreservate und die spektakulären Landschaften sehr hoch sind und die weniger positiven Sachen eher im Kleineren sind und dass eigentlich wenig Leute wissen, dass wir in Simbabwe eine gute Schulbildung haben. Das tun wir doch gerne mit einnehmen. Wir hoffen, dass wir auch vielleicht ein paar Bedenken, die noch da sind, können weggenommen werden mit den Informationen, die wir Ihnen jetzt werden geben zu dem wunderbaren Land. Da sehen Sie das vollpackte Programm, das wir haben für heute Abend. Wir starten doch gerade mit Klima und Reisezeit und wir hoffen, dass Sie dann nicht so im Regen stehen, wenn Sie nach Simbabwe reisen. Die beste Reisezeit für Simbabwe ist von April bis November. Victoria Falls und auch den Wenge-Nationalpark kann man aber das ganze Jahr bereisen. In Manapools schliessen die Lodges meistens von Mitte November bis im März rein, weil dann die Wege in dieser Zeit fast nicht befahrbar sind. Wir sehen hier Klimatabellen von Harare. Die Regenzeit ist im ganzen Land von November bis März, aber bedenken Sie, wenn Sie in höhere Gebiete gehen, wie zum Beispiel die Eastern Highlands, dann können Nachttemperaturen ab Mai auch mal unter 0 Grad sinken. Wie kommt man denn überhaupt auf Simbabwe? Es gibt 3 internationale Flughäfen. Wir haben Victoria Falls, Harare und Bulawayo. Sie werden dann noch Karten sehen, wo Sie die Destinationen auch werden sehen. Momentan am einfachsten ab der Schweiz ist die Anreise mit der Ethiopian Airlines von Genf über Addis Abeba nach Harare oder Victoria Falls. Dann haben wir die Emirates, die nach Harare fliegt und wir haben Flüge via Johannesburg, dann kann man alle 3 Destinationen anfliegen. Für die Einreise braucht es einen 6 Monate über das Rückreisedatum ausgültigen Reisepass und ein Visum, wo Sie bei Einreise überkommen. Eine Malaria-Prophylaxe wird empfohlen und schauen Sie doch auch die übrigen Impfungen an, wie das die bei Ihnen stehen. In Simbabwe wie auch in den anderen Ländern in Afrika werden die Standards der WHO im Kampf gegen Covid-19 sehr ernst genommen. Darum brauchen Sie auch einen gültigen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden bei der Einreise sein darf. Wichtig ist im Moment noch zu wissen, dass die Landgrenzen nach Simbabwe geschlossen sind. Das heisst, man kann nur mit dem Flugzeug einreisen. Das gilt auch für Kunden, die zum Beispiel von Kasane nach Victoria Falls reisen wollen. Hier sehen wir noch ein paar interessante Informationen zu dem Land. Simbabwe ist für afrikanische Verhältnisse ein kleines Land. Es hat Grenzen zu Südafrika, Botswana, Sambia und Mosambik. Es hat ca. doppelt so viele Einwohner wie die Schweiz und ist etwa 9,5 Mal grösser. Hier noch das Verhältnis dazu. In den letzten Jahren war es immer wieder ein Thema, wie kommt man zu Geld, kann man einkaufen, gibt es Treibstoff. 2019 hat Simbabwe wieder eine eigene Währung, den Simbabwe-Dollar, eingeführt. Es gibt aber ziemlich wenig Noten, so zahlen die Einheimischen praktisch alles über ihr Handy.
Das können wir nicht, die Wind funktioniert nicht hier unten. In den Läden kann man den grossen Einkauf mit der Kreditkarte zahlen, sonst braucht man US-Dollar im Bar, vor allem auch an den Tankstellen. Wir empfehlen, möglichst viele kleine Noten mitzunehmen. Treibstoff- und Lebensmittelversorgung ist im Moment gesichert. Wir sind im regelmäßigen Kontakt mit unseren Leuten vor Ort in Harare und Victoria Falls und informieren unsere Kunden vor dem Abflug immer wieder über die aktuelle Lage. Und da liegt einer der Gründe, wieso wir so gerne durch Simbabwe reisen. Der Großteil der Bevölkerung hat eine gute Schulbildung. Sie lernen von der ersten Klasse in der Schule Englisch. Sie sind meist offen, interessiert, modern, extrem freundlich gegenüber auch uns Ausländern. Sie sind auch in vielen Nachbarländern sehr begehrt als Mitarbeitende. Und sie haben schon ganz viele Krisen gemeistert, das merkt man. Bis Mitte der 1990er Jahre hat Simbabwe die stärkste Volkswirtschaft in Afrika gehabt. Der Tourismus, die Landwirtschaft und auch der Bergbau, alles hat floriert. Schlechte politische Entscheidungen haben zur Hyperinflation und Landenteignungen geführt. Das hat dann auch zum Zusammenbruch der Wirtschaft geführt. Alle drei Säulen der Wirtschaft sind fast zum Erliegen gekommen. Viele Menschen sind in die Nachbarländer ausgewandert. Trotzdem, das Potenzial an gut ausgebildeten Menschen, dem fruchtbaren Boden und der Bodenschatz ist enorm und könnte Simbabwe wieder an die Spitze der afrikanischen Wirtschaft bringen. Kommen wir aber zurück zu dem, was wir gerne machen würden. Wie reisen wir denn in Simbabwe? Vielfach reist man nach Victoria Falls als Anhängsel an eine Namibia- oder Botswana-Reise. Manchmal wird noch Manapools oder auch der Wengi-Nationalpark angeboten. Wir finden das schade, denn das Land hat so viel mehr zu bieten. Da sehen wir, so wie wir sie nicht reisen lassen. Das ist so ein selbstgebautes Taxi, das es in Simbabwe gibt. Wir bieten die unterschiedlichsten Möglichkeiten zum Reisen an. Zum Beispiel klassische Flugsafaris, wo man von einem zum nächsten Ort fliegt. Und es gibt an diesen Orten dann auch unterschiedliche Unterkünfte, von einfach bis luxuriös. Oder erleben Sie eine Selbstfahrertour. Mit so einem 4x4-Fahrzeug kann man gut von Lodge zu Lodge fahren. Das Fahren in Simbabwe ist recht entspannt und das Strassennetz gut ausgebaut und meist in einem guten Zustand. Auch Camping auf wunderschön gelegenen Plätzen bietet mir an. Fahrzeuge dafür holen wir aus Südafrika oder Botswana, da es momentan kein entsprechendes Angebot in Simbabwe gibt. Die Übernahme kann dann wie zum Beispiel hier direkt am Flughafen passieren oder wir lassen das Auto ins Hotel bringen. Selbstverständlich kann man auch Kombinationen machen. Ein Teil selber fahren, ein Teil fliegen oder auch Kombinationen zwischen Camping und Lodges bieten wir häufig an. Normalerweise gibt es auch geführte Touren. Dieses Jahr ist aber alles etwas anders und die meisten Touren sind bereits abgesagt worden. Aber hoffentlich ab nächstes Jahr dann wieder. Wir stellen Ihnen Simbabwe anhand einer Tour vor. Wir sind die selber gefahren und sind gut 3 Wochen unterwegs gewesen. Und damit gebe ich jetzt weiter an Maria. Sie nimmt sie mit auf den ersten Teil. Vielen Dank, Andrea. Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie dabei sind. Wir beginnen in Victoria Falls. Wie der Name schon sagt, Victoria Falls, die berühmten Wasserfälle an der Grenze zu Sambia, unweit von Botswana entfernt. Und wann ist man denn am besten in Victoria Falls? Diese Frage kommt immer wieder zu uns und prägt wahrscheinlich auch so manche Reiseplanung. Diese Bilder, also das Bild, was wir jetzt hier sehen, das ist im Mai aufgenommen mit ganz, ganz viel Wasser, mit viel Dunst, der auch nach oben steigt. Das kann Fluch und Segen zugleich sein, das werden wir gleich noch sehen. Ich bin selber schon im Mai da gewesen. Haben wir wirklich sehr viel Wasser. Man sieht nicht so viel von den Fällen, aber man hat das absolut spektakuläre Erlebnis, dass man den Dunst schon aus weiter Ferne, vielleicht sogar schon aus dem Flugzeug sehen kann. Die andere Möglichkeit, wenn Sie sagen, ich bin lieber im Herbst unterwegs, wenn bei uns der Sommer vorbei ist, dann trocknen die Fälle ziemlich zurück. Simbabwes Seite hat immer Wasser. Aber der Vorteil ist auch, man kann diese Schluchten, in die die Fälle hineinfließen, viel, viel besser erkennen. Also es hat beides was für sich, weil wenn Sie zu viel Wasser haben, dann sind Sie eher so unterwegs und das ist auch nicht unbedingt immer optimal. Wenn dann doch der Dunst da ist und man das Schöne daraus rauspicken möchte oder das Tolle ist, wenn man mit diesem tollen Licht, wie hier auf diesem Bild, mit dem Helikopter zum Beispiel über die Fälle fliegen kann, dann ist das natürlich extrem eindrücklich. Und andere Möglichkeiten in Victoria Falls Ausflüge und Sachen zu unternehmen, die Stadt ist unglaublich vielseitig, zum Beispiel diese berühmte Eisenbahnbrücke, die man
ja, auf der man zum Beispiel nach Sambia kommt. Und für die Adrenalin-Junkies ist sie der beste Platz, um zum Beispiel einen Bungee-Jumping-Sprung in die Tiefe zu wagen. Wenn man weiter aktiv sein möchte, River Rafting auf dem Sambesi Plus ist natürlich auch was möglich ist. Und für die, die sagen, ach, das ist mir alles viel zu viel Adrenalin, ich möchte es gemütlicher, dann sind zum Beispiel diese Boote zum Sonnenuntergang wirklich eine schöne Möglichkeit, den Tag ausklingen zu lassen. Vielleicht auch auf eine Safari zu gehen oder noch ein paar Hippos im Fluss zu entdecken. Ganz was Besonderes, wenn Sie Glück haben bei Ihrer Reiseplanung, ist, wenn Sie zum Vollmond in Victoria Falls sind. Dann ist das Licht ganz was Spezielles und ja, ergibt ganz, ganz wunderbare Fotomotive, die man, glaube ich, sonst so selten irgendwo machen kann. In Victoria Falls selber haben wir, glaube ich, die größte Auswahl und Vielfalt an Unterkünften im Vergleich zum sonstigen Simbabwe. Also es ist unglaublich breit gestreut. Hier haben wir das Shonga Lookout, das ist eine Mittelklasse-Lodge in Victoria Falls. Die haben auch einen eigenen Turm, wovon man eine schöne Aussicht genießen kann. Wir haben in Victoria Falls das altehrwürdige Victoria Falls Hotel, da hat schon die Queen logiert. Ja, der eine mag es vielleicht ein bisschen angestaubt finden, es ist aber doch eher, es ist immer wieder renoviert worden. Ist so ein bisschen ein alter Charme, den das Gebäude birgt. Ich fand es so ein bisschen wie ein Museumsbesuch, als ich hier unterwegs war und mir das Hotel angeschaut habe. Und wenn Sie sagen, ach, so ein Stadthotel ist nichts für mich, natürlich der Pool nicht zu verachten hier, aber mit so ein Stadthotel, wenn Sie in den Busch möchten, dann gibt es da außerhalb von Victoria Falls jede Menge Möglichkeiten mit Lodges wie hier. Eine Lodge, die außerhalb der Stadt gelegen ist, wunderschön ins Grüne eingebunden ist, sehr luxuriös gestaltet ist und wirklich ihnen die Ruhe bietet, die der Busch mit Vogelgezwitscher, die Hippos, die vielleicht grunzen vorm Zelt. Das sind die Erlebnisse, die ihnen solche Lodges bieten. Und natürlich nicht zu vergessen, wie man den Tag am Feuer am Abend ausklingen lassen kann. Wer von Ihnen schon mal in Afrika war, der kennt das. Ja, und damit nehme ich Sie weiter. Wir bewegen uns ein bisschen südlich in den Wenge-Nationalpark. Ist wunderbar eine Kombination möglich von Victoria Falls aus. Man kann zum Beispiel mit dem Auto nach Detik gebracht werden oder fahren und von dort zum Beispiel, wenn man an einer der Imbelo-Lodges wohnt, mit diesem kleinen Züglein sich auf den Weg machen zu den Lodges. Wir haben auch, wenn Sie unterwegs sind, kann Ihnen immer mal der berühmte Rovos Rail begegnen, der auf der Strecke zwischen Simbabwe und Südafrika unterwegs ist, für die Zugliebhaber unter Ihnen. Das ist ganz was Besonderes. Und wenn Sie aber sagen, ach, das ist alles nichts für uns, wir möchten entweder selber fahren, eine Option, oder Sie fliegen in den Park rein. Das ist die andere Variante, dass man dann auf solchen Straßen hier unterwegs ist mit dem Auto. Und wenn die Straßen mal weniger gut sind, dann können sie auch so zugewachsen aussehen. Also als Selbstfahrer sollten sie auch solche Dinge berücksichtigen. Das sind etwa die Wegweiser, aber ich glaube, sie sind dann, wenn sie selber fahren, noch ein bisschen besser ausgestattet, als sich auf diese Steine zu verlassen. Der Park selber ist der größte Nationalpark in Simbabwe. Also für mich war es ein absolutes Erlebnis, dort gewesen zu sein. Ganz, ganz große Tierherden, eine unglaubliche Vielfalt an Tieren, die wir hier haben sehen können. Und ja, auch die Vogelliebhaber kommen natürlich nicht zu kurz. Und trotz der Nähe zu Victoria Falls ist es kein überlaufener Park. Also wir haben dort nicht wirklich riesig viele Leute, denen wir begegnet sind. Also es ist auf jeden Fall eine super schöne Kombinationsmöglichkeit, da mit Vic Falls oder das eben in die Reise einzubauen. Der südliche Teil ist eher flacher, so wie man das hier auf diesem Bild sehr gut sieht. Während der nördliche Teil des Parks an der Grenze zu Botswana eher hügeliger, felsiger ist. Wie wir hier sehen, wir haben in Botswana, da kommen wir nachher auch noch dazu, sind wir hier zu Fuß unterwegs gewesen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und aber auch das Felsige zu berücksichtigen. Für die Self-Driver unter Ihnen, die das Abenteuer wagen wollen, gibt es wunderbare Campingplätze, ganz private, wo Sie quasi Ihren eigenen privaten Campingplatz für sich haben, wo auch jemand kommt, der Ihnen abends das Feuer anzündet, wenn Sie das haben möchten. Natürlich das Besondere beim Camping, dass Sie selbst kochen und machen können und genießen können, die schöne Lage genießen, die Sie sich mit Ihrem Campingplatz ausgewählt haben. Und natürlich für die, die nicht campen gehen möchten, ganz, ganz tolle Lodges, sowohl im nördlichen wie im südlichen Teil, wie hier das Camp Wenge, das zum Teil an diesem See gelegen ist. Oder aber auch ein bisschen südlicher im Park haben wir die Somalisa Camps, wie hier das Somalisa Expedition Camp. Auch eine super schöne Lage
Und das Besondere in diesem Camp ist, dass die Elefanten quasi ihren eigenen Pool haben, Pool in Anführungsstrichen, wo sie zum Saufen kommen. Also hier haben die Gäste den Pool aufgegeben und es ist wirklich ein Spektakel, das so zu erleben. Toll auch das Flair des Camps, wie das aufgemacht ist, so wirklich in diesem alten Expeditionsstil. Wir haben aber nebendran noch das Somalisa Acacia Camp, das ist das Familiencamp von Somalisa, wunderschön luxuriös gestaltet. Da gibt es auch den eigenen Pool für die Gäste und für die Elefanten, also wirklich was Besonderes. Und ich habe noch einen Film für Sie, um Ihnen hier das Ganze ein bisschen näher zu bringen. Und jetzt kommen wir zu einem Feedback von Kunden, die jetzt gerade ganz kürzlich mit uns in Simbabwe unterwegs waren und ja, uns teilhaben lassen an ihren Erlebnissen. Und damit gebe ich an Andrea und Patrick zurück. Genau, wir sind Kunden, mehrere, die jetzt gerade unterwegs sind. Und wir haben darum da Sachen ein bisschen zusammengestellt, wo wir Antworten von Ihnen bekommen haben über die wichtigsten Sachen, die man ein bisschen wissen muss. Wie haben die Kunden selber fahren in Simbabwe erlebt? Die Kunden, die jetzt unterwegs sind, die einen haben von Botswana her so die Camper drin gehabt. Und bei den anderen haben wir jetzt auch das erste Mal in Simbabwe einen Wagen angemietet. Da war ein 4x4 in Isuzu, ein Pickup. Und da hat super funktioniert. Das war sensationell. Es war fast ein neues Auto gewesen. Sie haben überall Treibstoff bekommen, ohne Probleme. Und das hat absolut problemlos funktioniert. Die Straßenverhältnisse waren auch sehr gut. Die Straßenverhältnisse waren sehr gut, einfach dort, wo es stark geregnet hat und ausgebeste Straßen. Da hat es auch gegeben, es sind einfach nicht so Schlaglöcher rum, wo man Vorsicht darüber. Umso wichtiger ist, dass man irgendeinen Pickup oder einen Geländewagen hat. Früher Zeiten hat es sehr viele Polizeikontrollen gegeben, die sind manchmal recht mühsam gewesen. Wie ist das jetzt? Ja, da können wir noch ein Lied davon singen. Wir haben auf 100 Kilometer immer 12 Polizeikontrollen gehabt. Da hat sich in der Zwischenzeit ein bisschen geändert. Es ist Weisung gegangen, dass man Touristen auch nicht kontrollieren sollen. Die Kunden, die jetzt unterwegs sind, haben uns Rückmeldung gegeben, dass eigentlich meistens durchgewinkt worden sind. Zweimal ist sie eigentlich kontrolliert worden. Und dass die Polizisten sind hochgefreut, dass wieder Touristen unterwegs sind. Man wollte mehr ein Schwätzchen halten. Das ist also nicht mehr so wie früher, man wird nicht mehr abgezockt. Da hat sich in der Zwischenzeit beruhigt. Strassengebühren gibt es auch. Da ist uns jetzt immer informiert worden. Der Wagen, den wir in Zimbabwe angemietet haben, hat E-Toll-Geräte dabei gehabt. Das heisst, man hat bei den Mauthäuschen durchfahren und ist automatisch abgebucht worden. Ansonsten empfehlen wir einfach immer, da haben die Kunden jetzt auch gemacht, geht heute noch immer 1 Dollar nötig dabei haben. 2 Dollar kann man rausgeben, dann kann man weiterfahren. Das ist eigentlich das Einfachste. Nicht mit der Kreditkarte zahlen. Kann man in Zimbabwe wieder einkaufen?
Jein, eine Zeit lang hatte ich ein Problem mit Verpflegung und da, wo nicht reinkam, ist. Da ist jetzt wieder behoben. Also die Lebensmittelläden sind voll jetzt wieder. Man kann wirklich wieder gut posten. Man muss aber dort, wenn es geht, in den Märkten mit Kreditkarte zahlen. Weil wenn man auf so Machtstände geht, da wollen sie nur US-Dollar haben. Auch in kleineren Läden, bei Tankstellen bei kleinen, muss man mit US-Dollar zahlen. Und sie haben keine Möglichkeit für Rückgeld. Unsere Kundin ist also passiert, sie hat zwei Fläschchen Wasser gekostet. Die haben 1,50 Dollar gekostet. Und dann hat es kein Ausgeld gehabt, dann hat es nur zwei Schokostängel dafür bekommen, schon 50 Euro. Wir haben früher einmal noch südafrikanische Rente im Zug bekommen, aber da nützt einem ja auch nicht wahnsinnig viel. Wie haben Sie die Unterkünfte erlebt in Simbabwe? Wir haben es eigentlich vorgewarnt. Es gibt riesen Unterschiede. Der Herr Wengi, der Manapools und Wig Falls sind dort hat sehr moderne Unterkünfte, sehr komfortable, sensationell schöne Unterkünfte. Im Rest der Länder, und das ist jetzt uns auch wieder bestätigt worden, sind die Unterkünfte seit den 90er Jahren jetzt immer weniger Touristen. Und durch das können sie natürlich auch den Unterhalt von diesen Hotels nicht mehr super machen. Also sie können keine Neuheiten einbauen, sie können es nicht modernisieren. Was sie immer wieder probieren, sie werden immer super putzt, perfekt. Weil Personal haben sie und Gärten, die man haben, bei diesen schönen alten Hotels, sind ein Traum. Man muss einfach den Standard im Vergleich zu anderen Ländern ein bisschen abdrehen. Aber wenn man Kunden richtig darauf vorbereitet, sie sind nicht überrascht gewesen. Genau, außer im Wengi, Manapools und Victoria Falls, dort sind die Unterkünfte wirklich sehr gut. Sorry, gerade etwas anderes. Und die eine Kunde, die hatte ein bisschen weniger Zeit gehabt und wo wir sie gefragt haben, was denn ihr gefällt hat, da hat sie gemeint, dass wir sie einfach ein bisschen länger in Thailand tun wollten. Da haben sie aber ausgelassen. Sie haben jetzt nur einen Tag dort verbracht. Sie haben da bloß einen Teil von dem gesehen. Es ist eine wunderbare Gegend. Wenn man Zeit hat, 2 bis 3 Tage da verbringen, ist fast ein Muss. Und da hat sie am meisten bereut, so durchfahren. Und wie war das Essen in der Unterkunft? Die Dame, die da unterwegs ist, die, oder wie gesagt, Berli, die unterwegs ist, Entschuldigung, da ist sie in Afrika erfahren, darum sind wir nicht zuerst mal unterwegs. Und sie hat gesagt, sie hat im Vergleich zum Beispiel zu der feinen Küche in Malawi oder zu der extrem vielfältigen in Südafrika, sie ist schon ein bisschen abgefallen. Das heisst, es ist sehr fleischlastig zu essen da, mit einfach einem Haufen Beilagen, das ist da, was können günstig produzieren. Man muss einfach dort messen. Es ist ähnlich wie da, wo man es bei zwei normalen Unterkünften bekommt. Ja. Aber nicht unbedingt raffiniert. Dann sind gerade schon Fragen reingekommen. Ja, genau. Ich komme gerade dazu, Andrea. Und zwar, die Frage war, dass erste Lodges im südlichen Afrika angekündigt hätten, dass sie nur noch teilweise geöffnet sind in Zukunft, von zum Beispiel von April bis September, ob wir das häufiger erleben und ob man sich bei zukünftiger Reiseplanung diesbezüglich Gedanken machen müsste. Also wir haben jetzt auch von verschiedenen Unterkünften gehört, dass wenn es zum Beispiel mehrere Sachen hat, wie jetzt da, wo wir vorher gesehen haben, mit Somalisa Expedition und Somalisa Acacia und Somalisa Camp, dass jetzt zum Beispiel das Expedition Camp nicht aufgemacht wird, da ja, weil halt einfach die Nachfrage noch zu wenig groß ist. Wir denken aber schon, dass die Unterkünfte ab nächstes Jahr wieder alle offen haben, weil wir sehen jetzt auch schon, dass ein Großteil von dass die Leute wieder wirklich reisen und dass wir auch für nächstes Jahr schon wieder recht Anfragen haben. Wir haben das auch von Afrika unten gehört. Aber es kann natürlich schon sein, dass gewisse gewisse Unterkünfte dann halt gewisse Lodge noch ein bisschen kürzer aufmachen und andere dann länger, einfach, dass wir nicht zu viele Leerzeiten haben. Es ist ähnlich wie bei den Flügen. Wir müssen die Zeit einfach schauen, wenn die Kunden wünschen. Wir probieren da irgendetwas anzubringen, wir bringen da immer irgendetwas an. Aber wir müssen auch gewisse, wir müssen ein bisschen anpassungsfähig sein. Ähnlich wie bei den Flügen. Ja, danke euch. Und hier ist es noch eine Frage gekommen, und zwar sind die Landgrenzen immer noch geschlossen. Du hattest es vorhin schon mal erwähnt. Landgrenzen sind nach wie vor zu. Wir können nach Simbabwe momentan nur einfliegen. Genau, wir hoffen immer noch, dass sich das wieder ändert, aber im Moment ist es noch nicht so weit. Es sind aber auch fantasievolle Lösungen, gell? Dass man zum Beispiel von Botswana her kann mit einem Scenic-Fly oben reinfliegen. Das ist ein 10-Minuten-Flug, dann fliegt man einfach über Grenzen und die ist dann drin, 70 Kilometer. Es geht da so. Ja, also Möglichkeiten haben wir auf jeden Fall, nach Simbabwe reinzukommen, auch wenn sie sehr kreativ sind zum Teil im Moment. Genau. Vielen Dank euch beiden. Gehen wir doch mal weiter an Patrick. Er wird Sie weiter durch die etwas weniger bekannte Gebiete führen. Genau. Ich wünsche Ihnen auch noch einen wunderschönen guten Abend. Gerne mich begrüßen und vorstellen. Mein Name ist Patrick Schindler und ich führe Sie jetzt durch den Süden und Osten vom Land. Als erstes nach Wengi fahren wir runter auf Matopo.
Das ist eine rund 3,5-stündige Fahrt und die geht via Bulawayo. Bulawayo ist die zweitgrößte Stadt in Simbabwe. Dort kann man dann, wenn man zum Beispiel im Camp ist, kann man dort auch gut wieder seine Reserven auffüllen. Es hat wunderbare Einkaufszentren. Mantopos ist berühmt für die faszinierenden und fantastischen Steinskulpturen aus Granit. Da findet man also immer wieder, wir sind also teilweise angestanden, der sieht aus wie eine Frau mit einem Kind oder wie ein Herdöpfel auf einem Topf. Irgendwas. Es ist sehr fantasievoll. Es hat riesige Granitberge, wo die dann auch einmal draufstehen, die Skulpturen. Und das Ganze steht wunderschön in einem Dschungel hinein. Es ist nicht riesig, der Nationalpark, ist aber sehr abwechslungsreich. Man hat auch die Möglichkeit, Ausflüge zu machen, zum Beispiel zu Fuß, wenn wir es hier gemacht haben, zu den Nashörnern. Die Nashörner sind bewacht, die haben also meistens auch keine Hörner mehr, die haben wir denen abgenommen, dass sie nicht gejagt werden. Ist aber doch sehr eindrückend, weil man kommt irgendwo 50 bis 20 Meter an die urtümlichen Riesen an. Was man sonst noch machen kann, das haben wir auch gemacht, ist sehr, sehr eindrückend. Hier auf dem schönsten Aussichtsplatz von dem Gebiet ist Cecil Rhodes begraben. Er hat sich hier ein Mal gesetzt. Er war der Gründer von Rhodesia und für ihn war das auch sein Traumplätzchen und da hat er sich verewigt. Wir sind dann hier noch ein bisschen höher gestiegen, um einen guten Rundumblick zu haben. Es gibt auch hier wunderschöne Felsmalereien, die sind ca. 2000 Jahre alt. Die kann man hier schön bewundern. In den Höhlen rein, das sind die geführten Ausflüge, die man machen kann. Und man sieht auch viele kleine Tiere. Es hat hier so die gehen dann einmal auf die Granitfelsen und tun sie aufwärmen. Und je wärmer das wäre, desto mehr tun sie dann mit Farbe wechseln. Das ist echt lustig zum Zuschauen. Von der Unterkunft her, es hat hier halt viel weniger Touristen, darum ist es einfach eingeschränkt. Es hat eine sehr spezielle Lodge, da ist dort einmal Linda Lodge. Die Lodge ist in Granitfelsen innenbau und Granitfelsen sind wirklich, dann, wie man hier sieht, ins Zimmer integriert. Wunderbares, gemütlich schlafen, sie sind nicht gerade hell, aber sehr fantasievoll gemacht und sogar der Naturpool ist eigentlich mehr wie eine Seele angelegt. Eine herrliche, schöne Unterkunft. Nachher gehen wir weiter. Wieder etwa 4,5 Stunden mit dem Auto. Auf Great Zimbabwe Monuments. Da ist bei Masvingo zu, rund 40 Kilometer südlich. Der Weg an und für sich dahin ist schon wunderschön. Wir fahren da durch das Vorgebirge. Es gibt überall Rundhütten. Es hat Felder dort, kleine. Wahnsinnig schön. Da lernt man eigentlich Zimbabwe richtig schön kennen. Da sollte man sich auch ein bisschen Zeit lassen. Es hat dann hier den Staudamm, wo man kann anschauen kann. Und dann kommt man in Great Zimbabwe Monuments an. Da ist die grösste Ruinenstadt südlich vom Äquator in Afrika. Absolut faszinierend aufbauen. Wer sich für Bau interessiert, da bin ich. Die sind so eng zusammengebaut, die Steine, dass man teilweise also wirklich ähnlich wie bei den Mayas keine Klinge drin zwischen den Steinen. Sie ist aus dem 11. Jahrhundert, da weiß man, hat aber keine Aufzeichnungen, wie die gebaut worden ist. Darum kann man es 100% kann man den Sinn von dem Bauwerk immer noch nicht zuordnen. Es ist ein UNESCO-Weltkulturerbe, aber unsere Kunden, die jetzt unterwegs waren, sind es gleich gegangen wie bei uns. Wir sind wirklich allein da und haben uns alle Zeit nicht, um das fotografieren. Da gibt es dann nur eine Übernachtungsmöglichkeit, die wir empfehlen können. Das ist eine kleine Unterkunft, da hat es ein paar Zimmer drin. Sie hat eine einfache, gute Küche, einen super schönen Campingplatz nebenbei. Und Spezialität ist der Garten. Der ist schlichtweg gigantisch. Mit der Aussicht hier auf den Stausee haben, da draußen einen Gin Tonic trinken und den Sonnenumgang geniessen, hat ganz einen speziellen Flair. Von Masvingo aus fahren wir dann südwärts. Und da gehen wir in einen von unseren Lieblingspark rein, da ist der Gonareschu. Der Gonareschu Nationalpark ist so ein Grenzpark zwischen Südafrika, Mosambik und Zimbabwe. Er grenzt also wirklich an die gleichen Tiere, wie im Krüger drin sind, die laufen hier oben rauf. Ist aber natürlich viel, viel wilder wie der Krüger. Es hat keine feste Unterkünfte in dem Park und die Aussichten in dem Park sind schlichtweg grandios. Es hat ein paar Flüsse, die sich durchwinden. In den Flüssen sind dann auch Campingplätze verteilt. Man kann hier gut erkunden gehen, die verschiedenen Wege. Man trifft unter anderem Wildhunde, wenn man Glück hat. Die Haufen Elefanten hier unten, wie man hier sieht, auf unserem Campingplatz. Was ich speziell ist, die Tiere hier unten sind sich nicht die grossen Touristenströme gewöhnt. Und durch das sind sie scheuer. Die Elefanten sind auch vorsichtiger, teilweise ein bisschen aggressiver. Also man muss wirklich einen gehörigen Respekt vor diesen riesengrauen Tieren haben. Wir haben es auch gehabt und sie sind ja auch immer zeigen, dass sie der Chef sind.
die Strasse innerhalb vom Park. Also der ganze Park selber wird vom Frankfurter Zoologischen Institut geleitet und unterhalten. Der hat Vorteil, dass zum Beispiel, wenn es mal geregnet hat, sind die Strassen in relativ kurzer Zeit wieder in einem sehr guten Zustand. Es wäre, nein, jetzt gerade frisch Brücke dort bauen kann wieder. Wir können gute Reservationen machen, wir können mit den Leuten sehr gut reden. Also es funktioniert, der Park funktioniert richtig gut. Du bist trotzdem immer noch ein absoluter Geheimtipp. Was wichtig ist, die Wege, also guter Zustand. Man braucht ein Allradfahrzeug. Sie sind steil, sie sind steinig, aber trotzdem, sie gehen perfekt zum Fahren. Es hat auch noch Flussüberquerungen, die man wagen. Also ein gewisses Abenteuer ist in den Park schon inklusive. Und die Aussichten, die wir immer wieder hat, sind fantastisch. Das ist einer von diesen Campingplätzen im Park. Die bestehen eigentlich nur aus einer flachen Ebene, wo Suchhut raus, also wo sie im Prinzip Bäume rausgenommen haben. Dann hat es aus Holz eine Palisadenwand und hinter dieser Palisadenwand hat man Plumpsklo. Das heisst, man muss zum Beispiel auch eine Dusche selber mitnehmen. Wir nehmen die Schweizer Armeewassersäge mit und hängen die Bäume an, schön warm. Und die Aussicht hier zum Duschen, die ist natürlich ziemlich einmalig. Wenn man dann ein bisschen weiter durch den Park durchfährt, dann kommt man dann auch in das Sumpfgebiet hinein, wo sich dann aber natürlich auch wieder in der Regenzeit, wie die Trockenzeit wird dann komplett wieder trocken. Und erst dann einmal auf den Januar ist dann da wieder alles sumpfig. Herrliches Gebiet, voll mit Wildtier gesehen. Dann hat es angrenzend zu dem Park zwei Lodgen. Die eine, das ist eine Mittelklasse-Lodge, das ist die Chilo George Safari Lodge. Die hat wunderschöne Zimmer mit einem herrlichen Ausblick. Und wenn man sich da ein bisschen Zeit nimmt, dann hat man die Möglichkeit, zwei Tage oder drei Tage, je nachdem, wie man will, im Park hinzufahren mit einem von den Rangers, die sie haben. Da hat es ein transportables Camp, wo man in kleinen, ganz einfachen Safari-Zelten übernachtet. Hinten draussen hat es auch ein Showerbag, wo man dann kann duschen kann. Und die Aussichten von diesen Zelten sind natürlich dann sensationell. Da ist man mitten im Park direkt am Fluss zugelegen und kann den Elefanten zuschauen. Da ist ein bisschen etwas Edlers, da ist dann im Norden vom Park, gerade angrenzend, steht eine von den schönsten Lodgen von Simbabwe, da ist Chingita Pamushana, wir haben sie auch mal besucht, die Zimmer sind gigantisch und also wirklich auf jeglichen Luxus hat man da. Da ist dann ein kleiner Pool, wo man noch jeden Zimmer hat, hier oben sieht man einen See, der gerade unten dran ist. Da haben wir dann noch professionelle Safari-Guides, die einen durch den Park durchführen und ihnen garantiert eine sehr eindrückliche Tierbeobachtung garantieren können. Garantieren. Das ist auch einer der wenigen Orte, wo man noch Nashörner sieht, weil ansonsten gibt es die wirklich nur noch im Matopos und sonst haben sie nie mehr Nashörner. Genau. So, und jetzt gehen wir mit ihnen in den Osten vom Land. Da sind die Eastern Highlands. Die Eastern Highlands ist aus dem Süd, Mittel und der Nordteil ist da aufgeteilt. Dort hat es nämlich eine grosse Kette, aber die geht dann zwischendurch ein bisschen runter. Eine wunderbare Gegend. Nur eben die wenigsten Touristen gehen die besuchen. Ganz so steil, wie sie jetzt auf dem Schild sehen, sind die Wege ja nicht da. Also man kommt problemlos auch mit dem eigenen Wagen rauf. Im Nordteil oben, dort im Meer ist es intensiv, sind wir jetzt da wirklich unterwegs gewesen. Da hat es den größten Berg von Simbabwe, das ist der Mount Nyanga. Der ist 2592 Meter hoch. Auf dem Hochplateau oben sieht es, also wirklich, wir können teilweise meinen, wir sind in der Schweiz. Herrlich schön, weite Blick hat man da. Man geht vom Parkplatz bis auf den Spitzhofen, sind es etwa 450 Höhenmeter. Die haben wir knapp zwei Stunden sind wir da aufgewandert. Und dann auf Musruben haben wir so weit auf Mosambik raus können schauen. Traumhaften Ausblick da. Man hat auch die Möglichkeit, in diesem Gebiet längere Wanderungen zu buchen. Also man kann da geführte Wanderungen machen. Und was uns sehr irritiert hat, ist, wo wir da gesehen haben, zuerst geschaut, was da für Kühe sind. Es sind also wirklich auf über 2000 Meter, sind da Gnuherden gewesen in dem Park. Grosse Gnuherden hat es da, es hat oben auch noch Hyänen. Es ist ein außergewöhnliches Erlebnis, da im Hochgebirge zu sehen. Es hätte hier oben auch einen 4x4 Höhenweg. Den tut man auf eigenes Risiko fahren. Wir haben jetzt schon zweimal gemacht, aber ich glaube, wir sind die Einzigen, die hier unterwegs waren. Da wächst immer mehr zu, aber es ist über kilometerweise geht man hier schön über den Höhenweg, langsam bis ins Tal haben. Ist dann aber so ziemlich stark zugewachsen. Man findet in dem Park hinein, beziehungsweise in dem Gebiet, dann auch spektakuläre Bergseen. Da kann man natürlich dann mal hinsitzen und ein Picknick machen. Es hat wunderbare Flüsse, die hier einladen, um da zu wandern. Man kann hier Kajak fahren, hat Kajak, hat Mountainbikes. Hat. Auch Botaniker fühlen sich hier wohl. Also wunderbare Auswahl Pflanzen.
Wir haben da so die Wiese gesehen, da hat es vor ein paar Monaten noch brennt, da sieht man schwarze Sträucher und dann nach ein paar Monaten unter einem Regen sieht man die Wiese wieder so. Es ist irrsinnig schön. Es hat auch sehr viele Wasserfälle in diesem Gebiet. Ich kann mal gut erkunden gehen, man läuft hin. Auch da, am besten, wenn ich in einem Rucksack mit etwas zu essen, die Füße hinheben und lässt es gut gehen. Die gibt es aber in verschiedenen Grössen. Es gibt ja noch ganz grosse da. Da kann man dann auch in die Innen baden gehen. Oder Materazzi Falls, das sind die höchsten Wasserfälle von Afrika. Die haben wir jetzt gemessen, sind um die 400 Meter hoch, bis sie wieder auf Stein aufschlägen, also bis sie erst mal aufgefangen werden. In den Materazzi-Fällen hat jetzt Parkverwaltung, die probiert jetzt die jetzt touristisch vermarkten. Da hat jetzt neu so einen Höhenweg gegeben. Da sind sie dann auf 700 Meter über Boden, wenn sie da drüber gehen. Das ist ein ganz spektakuläres Ereignis. Wir haben es jetzt noch nicht live gesehen, wir probieren jetzt nicht im nächsten Mal darüber zu gehen. Und parallel dazu hat es die höchste Zipline von der Welt. Die ist genau 700 Meter über dem Boden. Das ist übrigens noch schön im Nebel. Campingplätze sind da auch sehr speziell. Man hat also wirklich das Gefühl, man sieht teilweise im Engadin mit den Wäldern, die man da drinnen steckt. Zum Kochen perfekt. Also es hat eine schöne Feuerstelle, es hat ein WC-Duschehäuschen, wo beheizt wird. Also das Wasser wird beheizt mit Boiler und so, der geht tipptopp. Es ist eben, wir sind da im Juni, Juli sind wir da gewesen, es ist wirklich die Nacht, sind uns die Scheiben gefroren. Von dem her haben wir daraus gelernt und es gibt also da so ein Mittelding, das sind Selbstversorgerhäuschen, die sind irrsinnig schön gelegen, direkt an einem Bach zu, hinten dran ist der Wasserfall und die sind dann auch beheizt, das hat einer, der kommt dann auch den Abwasch machen, der tut uns zu oben, tut er das einführen, da ist also kein Strom, kein WLAN, gar nichts, das ist Natur pur. Hier sehen wir jetzt ein klassisches Beispiel von diesen alten Hotels, wo sie einfach nicht mehr neu investieren können. Da ist Leopard Inn, das ist ein typisches Hotel in den Highlands. Es ist ein bisschen verstaubt, es ist aber trotzdem super, es ist immer Putzteil. Jetzt, wo wir da sind, ist das Träumchen an und für sich. Es ist einfach wirklich wie auch das Victoria Falls Hotel, so mehr ein bisschen ins Museum. Aber so eine andere mit dem Bewachsenen, da habe ich noch nie gesehen. Dann haben wir hier einen Geheimtipp. Zwischen ihnen kann man hier ins Hundewelle hineinstechen. Das Hundewelle ist ein ganz spezielles Tal. Es ist also nur von einer Straße befahrbar, wieder zurück. Eignet sich als Tagesausflug. Man kann aber auch gerne hier ein paar Tage verbringen, um sich ausruhen von einer anstrengenden Reise. Allein schon der Weg hinten ist spektakulär, da hinten zu fahren. Ein kleines Strössli geht da hinten. Da hinten wären Pfirsich, Tomaten, Zitrusfrüchte und Nüsse anbauen. Da die Plantagen, da die Teeplantagen, herrlich hinten dran und der Stausee. Da sieht man noch mehr Tee. Man kann auch da die Gualen, das sind die Hütten von diesen Plantagenbauern. Oder man kann es beobachten, wie es den Tee pflücken tun. Hinterstein im Tal hat es ein Hotel. Man kann dort nicht mehr campen, das ist vorher noch mal gegangen. Es lohnt sich also nur noch mit in dem Hotel übernachten. Von hier aus kann man Wanderungen machen, man kann Kajak fahren, man kann auch hier einen Neuloch-Golfplatz. Oder man kann einfach mal Zählen baumeln, weil da hinten ist wirklich totale Ruhe. Hier sieht man das Hotel, da ist Steberfäule Lodge. Sie sehen von außen ein bisschen altertümlich aus. Wenn ich muss sagen, sind jetzt alle Zimmer frisch renoviert. Sie sehen jetzt die Kundin, sind der Leute gekommen und gesagt, sie sind wirklich schön jetzt. Auch das Essen sei gut gewesen. Also man kann Kunden dahinter schicken. Echt gut. Dann komme ich zum nächsten Geheimtipp von uns. Den haben wir auch schon zweimal angefahren. Der ist nördlich von Harare. Rund 2,5 Stunden muss man rechnen von Harare weg. Das heisst, man macht es entweder als Tagesausflug oder wenn man den Camper dabei hat, dann geht man eine Nacht übernachten. In den Genenge selber sind rund 300 bis 350 Künstler, die hier ausstellen. Die dürfen, das ist eine Kommune, die dürfen hier oben den Stein aus dem Bergwerk selber holen. Sie können ihn bearbeiten und können der Fläche zuteilen, wo sie die Skulpturen ausstellen. Es stehen zurzeit über 11'000 Skulpturen hier oben, die man kann anschauen kann. Man kann sie auch kaufen. Ich meine, die Künstler sind nicht immer da. Die sind von ganz südlichen Afrika. Und wenn man etwas kauft, dann kommt der Dorfältest und dann kann man dem das Geld geben. Ein Teil geht der Kommune, ein Teil kommt nachher der Künstler über. Absolut ein faszinierender Ort. Wir sind richtig einkaufen. Die Schildkröte hier, die steht jetzt bei uns im Garten. Die hat rund 160 Kilo. Wir sind hier campen gegangen, mitten auf dem Dorfplatz. Nicht für jeden Mann geeignet. Wir dürfen also keinen Kontakt scheu haben. Wir sind zu Abend, haben sie uns einen Tanz, einen Volkstanz zeigen können. Die Tanzschule ist gekommen. Wir haben gedacht, da einfach ein kleines Grüppli. Nein, Irrtum, das ganze Dorf ist um uns umgestanden und hat mitgefeiert. Wunderbare, eindrückliches Erlebnis gesehen.
wo man nicht missen will. Ich habe hier einen ganz kurzen Film, wie Sie sich das auch vorstellen können. Hat überall kleine Steine auf dem Boden rumzuliegen gehabt, wo die auch so voll draufstehen. Ich hätte gebrüllt. Gut, da war jetzt mein Teil gewesen, ein bisschen vom unbekannten Simbabwe. Ich darf jetzt wieder weitergehen. Maria, wo Sie entführt auf Harare und nachher im Norden von Simbabwe. Vielen Dank, Patrick. Genau, Harare, die Hauptstadt von Simbabwe mit ungefähr 1,7 Millionen Einwohnern, die hier zu Hause sind, ist eine afrikanische Großstadt und eignet sich gut, wenn man hier zum Beispiel eine Reise anfängt oder auch eine Reise beendet, vielleicht die ein oder andere Nacht verbringt. Wunderbar mit vielen Grünflächen, wie hier zum Beispiel, wenn die Jacaranda-Bäume blühen, ist das ein absolutes Erlebnis. Und Harare selber hat jede Menge Möglichkeiten, Einkaufszentren zu besuchen, die Stadt anzugucken. Es gibt Handwerksarbeiten, tolle Lederarbeiten, die man sich vielleicht als Souvenir mit nach Hause bringen kann. Märkte mit diesen Steinarbeiten, wie Patrick vorher schon erzählt hat. Auch wenn man seine Campingtour zum Beispiel hier beginnt oder das Auto auffüllen möchte, die Supermärkte sind gut gefüllt. Also auch diese Möglichkeiten bestehen. Also es lohnt sich durchaus, vielleicht die erste oder die letzte Nacht hier zu verbringen oder zwischendurch mal, wie auch immer Ihre Runde aufgebaut ist. Ich nehme Sie weiter mit, und zwar zum Manapuls Nationalpark an der Grenze zu Sambia. Die Aussicht im Park ist einfach sensationell. Also ich habe diesen Park unglaublich schön gefunden und diesen Blick, den wir hier haben, geht eigentlich auf die Seite nach Sambia. Also diese Bergkette ist auf der Sambia-Seite. In diesen Flussauen viele Tiere, die sich da immer wieder versammeln. Er ist nicht umsonst UNESCO-Weltnaturerbe. Die Landschaft ist spektakulär. Immer wieder kleine, je nach Jahreszeit dann unter der Regen ausgefallen ist, kleine Sümpfe und Teiche, wo die Tiere sich dann auch tümmeln und zusammenkommen. Die Herden direkt am Fluss, wo man immer wieder antrifft. Für die Vogelliebhaber sind Flüsse natürlich immer sensationell, weil viele Vögel da direkt brüten. Die seltenen Elandantilopen kann man hier, wenn man Glück hat, zu Gesicht bekommen. Oder vielleicht auch den einen anderen Leoparden. Also die Tiervielfalt ist immens groß und mit auch ganz viel Glück vielleicht sogar Wild Dogs. Also Manapuls ist wirklich ein ganz, ganz toller Platz zum Sein. Eine für die Camper natürlich nicht zu vergessen, hier auch die Campingplätze am Fluss. Absolut genial. Sie sehen es hier, die Aussicht ist wirklich super schön, sei es der Sonnenaufgang am Morgen oder der Sonnenuntergang am Abend. Die Tiere, die sich hier zeigen, wenn man da sein Zelt aufgeschlagen hat. Und neben den Campingmöglichkeiten gibt es natürlich auch so eine Art Adventure Camps. Das ist hier zum Beispiel wieder das Migration Camp von African Bush Camps, was direkt auch am Fluss liegt. Also die Aussicht ist sehr, sehr ähnlich. Wunderschön gelegen, eher einfach gemacht, bisschen rustikaler. Und aber ehrlich gesagt braucht man hier auch nicht wirklich viel, sondern kann diese sensationelle Aussicht und die Natur genießen. Wer es ein bisschen luxuriöser mag, hätten wir hier zum Beispiel das Nyamatusi Camp, ebenfalls von African Bush Camps, ist vor 2 Jahren eröffnet worden. Wunderschöne Anlage, sehr luxuriös gestaltet, wie schon gesagt, und also auch absolut ein sensationeller Blick. Also mich haben vor allem die Sonnenuntergänge hier am Fluss restlos fasziniert. Und auch hier habe ich wieder ein Bild oder einen Film für Sie mitgebracht, um Ihnen zu zeigen, wie das mit den Aktivitäten, die wir hier in Manapuls unternehmen können, aussieht. Can you recall, my friend? Recall a time when the wild ruled. And us humans, we walked. We walked Africa on foot. We paddled along the mighty Zambezi.
Cross into an African world of wonder, where hippos call your name, and a lion roar reminds you who's king. Listen closely. Reconnect. Find the moments of peace where you feel most alive. For walking on foot is like seeing Africa for the first time. Und ebenfalls eine Besonderheit nach Walking-Safaris und Safaris auf dem Boot oder mit dem Auto ist hier was Besonderes bei Manapools, kann man auch sogenannte Armchair-Safaris unternehmen. Und zwar, sie machen einfach nichts. Sie sitzen in ihrem Stuhl auf dem Deck der Lodge, zum Beispiel hier wie im Kanga-Camp, und können die Elefanten ganz, ganz aus der Nähe genießen. Also die sanften grauen Riesen stehen ihnen quasi direkt von Auge zu Auge vor ihnen und ja, ist ein sehr spektakuläres Erlebnis, wenn man zum Beispiel mal nicht im Auto sitzt, sondern wirklich sie auf diese Art und Weise sehr aus der Nähe genießen kann. Ja, und wir gehen weiter und wir bewegen uns ein bisschen Richtung Westen und zwar zum Lake Kariba. Der Lake Kariba ist so groß wie der Kanton Bern, um Ihnen ungefähr eine Idee zu geben über die Größe, also immens groß. Ein Teil gehört zum nach Sambia, ein Teil gehört zu Simbabwe. Und die Straßen, wo wir vorhin schon viel Gutes gehört haben, die sind hier in dieser Region leider nicht so wirklich gut. Also sie sind fahrbar, sie sind machbar, aber lange nicht das Schöne, was sie sonst im Land erlebt haben. Und zum die Zufahrten zum Beispiel zum Matusadona-Nationalpark, der direkt an den See angrenzt, von denen raten wir ab. Also das ist wirklich zum Fahren nicht optimal. Hier ist eine Flugsafari wirklich das Schöne, um diesen Park zu erkunden. Die Tiere auch hier wieder direkt an den Auen vom See. Das ist ein klassisches Bild, was man immer wieder sieht vom Lake Kariba mit diesen Bäumen, als dieser Stausee geflutet wurde, die übrig geblieben sind. Auch da die Safaris wieder als Möglichkeit mit dem Auto direkt am See entlang. Wenn Sie Glück haben, sehen Sie vielleicht auch die ein oder andere Katze. Große Büffelherden, die direkt zum Wasser kommen. Und natürlich auch da sind wieder Walking-Safaris ja, eine tolle Möglichkeit, das zu erkunden und zu entdecken. Also Walking-Safaris in Simbabwe allgemein haben mich sehr, sehr fasziniert. Ich habe selten so gutes Guiding erlebt und so begeisterte Leute, die mich hier begleitet haben auf diesen Walking-Touren. Natürlich, wenn Sie schon am See sind, dann darf eine Bootsafari nicht fehlen oder eine Bootstour. Es gibt auf dem See kleine Inselchen, da kann man mit dem Picknickkorb im Boot hingebracht werden und ja, diesen Nachmittag genießen oder den Vormittag oder wie auch immer Sie es gern wünschen. Sonnenuntergänge natürlich ohne Frage sensationell schön. Es gibt im Park nicht wirklich oder am See nicht wirklich viele Unterkünfte. Eine davon ist Bumi Hills, wunderschöne Lodge, wo man zum Beispiel auch eine Reise beenden kann, um noch ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Vielleicht nicht mal mehr auf Safari zu gehen, sondern einfach ja, dieses schöne Ambiente und die tolle Lodge zu genießen. Und wer es vielleicht ganz anders mag, weil wir sind auf einem riesig großen See unterwegs, wie wäre es denn, wenn Sie Ihre Tour mit einer kleinen Kreuzfahrt auf dem See beenden? Wie hier zum Beispiel auf der MV Matusadona ist eher die luxuriöse Variante. Es gibt auch einfachere Schiffe, die bekommen Sie dann mit dem Captain. Sie bekommen den Koch, da haben den Koch dabei und alles, was es braucht, um Sie auf dieser Tour zu begleiten. Und ja, es ist eine wunderschöne Möglichkeit, auch hier den See nochmal in seiner Gänze zu sehen, zu entdecken und sich darauf einzulassen. We'll be right back.
So, und damit habe ich Sie durch Simbabwe durchgeführt. Ich hoffe, das hat ganz viel Vergnügen bereitet, Sie so ein bisschen in dieses Land eintauchen zu lassen. Und ich gebe jetzt an die Andrea weiter, die hat nämlich noch eine Umfrage für Sie. Danke vielmals, Maria. Ja, eigentlich wäre ich jetzt am liebsten hier eingetaucht und hätte befunden, ich will da jetzt auch auf die MV Matusadona. Und jetzt haben wir noch eine Frage an Sie. Wieso würden Sie nach all dem, was Sie jetzt gesehen haben, Simbabwe bereisen wollen? Wir haben hier das Tiererlebnis, die Natur, die Kultur und natürlich Simbabwe als Ganzes, wo wirklich eine tolle Sache ist. Ah, das sind doch super Aussichten, oder? Sehr, sehr gerne. Ja, genau. So Kultur will niemand haben. So viel sehen wir jetzt schon mal. Ja. Ich glaube, das Gesamtpackage macht es. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen, Simbabwe als Ganzes macht es. Also es ist wirklich schön, dass man sehen, dass die Leute auch gern das sehen, dass man auch nicht nur für die Tierwelt und für die Natur da ist, sondern wirklich auch ein bisschen verschiedene Sachen kann anschauen kann. Ja, da wäre es da dazu gewesen. Und jetzt soll es da nochmal weitergehen. Noch ganz kurz in eigener Sache. Nicht nur während der Krise, sondern schon vorher ist es uns ganz wichtig gewesen, dass wir alles für ihre Sicherheit tun und auch ein fairer Partner für unsere Leute vor Ort sind. Darum sind wir zum Beispiel Tourzert zertifiziert und ihre Gelder sind beim Garantiefonds von der Schweizer Reisebranche abgesichert. Und damit Sie auch jetzt mit gutem Gewissen die Reise buchen können, bieten wir Ihnen die Hakuna Matata Garantie an. Weitere Informationen dazu finden Sie bei uns auf der Webseite. Wir haben Ihnen noch verschiedene Reisevorschläge zusammengestellt unter dem Motto «Stop Dreaming, Start Traveling». Reisen ist jetzt möglich. Wir können auch kurzfristig jetzt noch für die Sommerferien oder dann auch für die Herbstferien Reisen in unseren Destinationen anbieten. Sie finden die offenen Destinationen ebenfalls auf unserer Webseite und es hat da ein paar so wirklich mit diesen Stop Dreaming, Start Traveling Sachen drin. Für Simbabwe haben wir verschiedene Reisen zusammengestellt. Also das ist jetzt zum Beispiel mal der Standardvorschlag von Harare nach Victoria Falls. Man kann das natürlich auch umgekehrt machen. Das ist eine Idee für eine Variante für etwa 3 Wochen. Wir haben einen Code, den Sie da abfoteln können oder dann auf der Webseite nachschauen können. Und da sind auch Preise drin, was haben wir jetzt gesagt? Irgendwo um die. Für den, um die 7-8. Wir haben jetzt gerade eine Frage Ihnen bekommen, wie genau so eine Reise ungefähr für 3 Wochen kostet. Und da haben wir jetzt ausgerechnet, es sind ungefähr 7.800 Franken inklusive Mietwagen. Exklusive Anflug noch pro Person. Genau, aber da haben wir auch schon sehr viel Unterkünfte, Parkeintritt und Unterkünfte in den Nationalparks, wo dann auch schon alle Aktivitäten eingeschlossen sind. Dann haben wir die ganze Sache noch ein bisschen mit luxuriöseren Unterkünften gemacht und da dann auch noch Flüge dazu gemacht nach Manapus und Matusadona, wie wir es vorher erwähnt haben, dass man da ein bisschen eine Kombination hat. Das ist wirklich etwas sehr Schönes, einen Teil zu fahren und einen Teil auch zu fliegen. Auch da haben wir wieder den Code oder eben Sie gehen nachher auf die Webseite das anschauen. Und als drittes haben wir es noch gemacht als Campingtour. Für die Leute, die sich ein bisschen abenteuerlicher suchen, eben auch wie irgendwo in einem Restaurant-Nationalpark, wo man unterwegs ist und zum Beispiel nicht eingehakt im Park ist. Dann nachher haben wir noch weitere Fragen Ihnen bekommen. Also die eine mit der Rundreise hast du gerade beantwortet, Andrea. Und das ist die andere Frage, die sich ergeben hat, und zwar, wie sieht es mit der Sicherheit aus, wenn man als Selbstfahrer in Simbabwe unterwegs ist? Also wir sind jetzt vor der Krise öfters unterwegs und eben, wie gesagt, haben jetzt auch mehrere Berlin unterwegs gehabt, die sind und haben alle gesagt, es ist definitiv sicher. Also man kann sehr gut reisen, man ist sehr gut aufgehoben. Auch da, wo wir vorher gesagt haben, dass die Leute sehr gut Englisch sprechen, ist wirklich etwas, wo das Land ausmacht, dass man dann wirklich auch kann sagen kann, es funktioniert und man kann reisen, auch wenn man irgendwo mal ein Problem hat. Dazu haben wir natürlich auch unsere Agenten, also unsere Leute vor Ort, die sehr gerne weiterhelfen, wenn irgendwo noch ein Problem würde auftauchen. Wir haben auch die Tests, die wir organisieren, PCR-Tests. Genau, alles. Da wissen wir jetzt auch, wie es funktioniert. Richtig. Die müssen wir auch noch einplanen.
Und sonst sind es die gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie jedem afrikanischen Land auch. Man ist nachts nicht allein unterwegs. Man ist ja eh meistens von Lodge zu Lodge. Man kann oder auch von einkaufen oder auf dem Campingplatz. Und wir sind uns die 5 Mal, die wir jetzt unten sind, sind wir uns nicht einmal unsicher vorkommen. Ja, genau. Und da hat sich jetzt nicht verändert. Gut. Und ansonsten habe ich schon ein erstes Dankeschön für die tolle Präsentation. Da sagen wir Danke. Danke, hören wir sehr gerne. Ja, und dann freuen wir uns noch Ihnen in 2 Wochen unser vorläufig letztes Webinar können präsentieren. Dann geht es ins grüne Paradies nach Neuseeland. Und dann lassen Sie sich überraschen. Es wird weitergehen nach einer Sommerpause mit etwas Neuem. Wir hoffen, wir haben Sie für das abwechslungsreiche Land können begeistern. Und wenn Sie das Webinar schliessen, bitten wir Sie, doch noch den Fragebogen auszufüllen. Danke vielmals, dass Sie an so einem Abend so zahlreich erschienen sind. Wir geniessen jetzt noch, weiß nicht, ob ihr es seht, einen Gin Tonic, so wie sich das gehört zum Sundowner in Afrika. Adieu miteinander und hoffentlich bis bald. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja. Und Cheers an euch.